Ganz Problem wird es dann mehrere geben. Vielleicht müssen wir echt an irgendeiner bestimmten Stelle gefressen werden. Hm, okay. Wir lassen uns gleich einfach essen. Ja. Warte mal kurz, ich spritze jetzt erstmal an. Ja! Gut, Das dürfte nicht auf der Aufnahme sein. Machen wir es mal. Ja, daran sieht man, wie lange wir schon aufnehmen. Fischi, 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 Fischi. Ey, der schub von uns weg. Ah, jetzt hat er dich gesehen. Nimm mich! Hä? Nein, er nimmt mich. Nein, wir müssen uns irgendwie an einer bestimmten Stelle fressen lassen anscheinend. Ah! Ah, okay, ja, okay, das, gut, das wusste ich auch nicht. Ja, ich habe ihn in den Zahn geschossen. Hast du? Ja. Oder wir waren oft genug drin. Was haben wir hier rumschwimmen? Ich glaube, so nah an Inseln frisst er uns trotzdem. Nein, 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 böse. Ah, schnell, 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 schnell. In dieser Zone sind. Jawohl! Okay, das stärker. Wusste ich nicht mehr. Aber egal. Warte, warte, erstmal gucken. Da ist auf jeden Fall was zum Weitergehen hier. Dann lass uns mal da langlaufen. Ein bisschen wie bei Donkey Kong, ja. Da! Warte! Okay. Hä? Entschuldigung. Gut gekillt. Sind das Fische, die die schießen? Ich glaube, das sind Kugelfische, ja. Ah, da ist der Schatz. Perfekt. Hau ab! Aber wir haben den Hut noch nicht erfunden. Ah, das kriegst du aber alles. Pass auf, dass nichts runterfällt. So. Jawohl. Da haben wir fast gleich stand. Sehr nice, sehr nice. Super geil. Ah, okay. Hier, warte, bleib da stehen. Geht das irgendwie? Ja, das geht. Warte. Tot! Hast du schon? Ja. Warte, dann müssen. Spiel ich trotzdem irgendwie jetzt zu dir. Ja, komm her, komm, komm. Ja, Alter, ich häng. Ein neuer Hut! Arrrr, der Piratenhut! Der Napoleon-Hut, wenn ich bitten darf. Ist aus wie ein Piratenhut. Napoleon, der Hut macht definitiv den Menschen 2 cm kleiner, plus 5 Rüstung und elementar. Craft. Möchtest du aufsetzen? Nö. Ich würde den auch, glaube ich, gerne aufsetzen. Guck dir das mal an. Ich ja, das passt zum Wasserelementar, ne? Ja, ich finde, das sieht gut aus. Ja, der Amboss sieht scheiße aus. Okay, ich probiere es auch noch. Probier auch mal den Napoleon-Hut. Wo ist er denn? Da, Rüstung und... Ja, okay. Sieht auf jeden Fall... Also dir steht da definitiv besser. Ich sehe wirklich aus wie ein Captain. Ja, Captain. Lass uns mal auf den Teleporter gehen. Auf den Teleporter? Lass uns weg teleporten. Das war eindeutig. Hä? Weißt du jetzt nicht, wo wir eben waren? Doch. Hier ist nämlich das Wasserlevel, ne? Komm mal rüber. Oder? Ja, ne. Oder wir sind jetzt ganz woanders, wo es nicht weitergeht. Alter, wo sind wir? Alter. Beweg dich. Hä? Okay, lass mal an Land gehen und erstmal... Warte, oder so. Cool. Ach, jetzt wissen wir wieder, wo wir sind. Das ist auf jeden Fall mal interessant gewesen. Das ist ein interessantes Level, muss ich zugeben. Also ein sehr interessantes Level, meine Damen und Herren. Aus Sicherheitsgründen ist das Nachmachen dieses Levels nicht bestellt. Ah! Ah? Ja. Ah! Ah! Also da war das Wasserlevel da rechts. Ah. Da war eine Erfahrung und eine Melone. In dieser Zone sind Skylander des Lebens Elemente. Ja, lass uns mal also ich würde jetzt sagen, in dem Level bleiben wir erstmal kurz Wasser. Alles weil klar. Wir hier die ganze Zeit rumsurfen und schwimmen müssen. Ich will dann umswitchen. Tja, du bist nur Co-Moderator, du hast nichts zu sagen. Haha. Okay, jetzt nichts. Schnell zurück, bevor der Leviathan... Alter, komm zurück! Bevor der Leviathan kommt. So, jetzt können wir... Ja, du kannst ja zum Ding... Ich bleib Stumpsmash, sag ich schon. Ich will schwimmen können. Komm! Jetzt. Ich pack so selten mal meine Top-Pflanze hier aus. Ah, okay, das stimmt auch wieder. Die Leute wissen ja gar nicht mehr, was ich als Lebenselement habe. Doch, jeder weiß das. Keiner interessiert sich dafür. Stealth mit der coolen Kappe. Ah nein, verdammt. Bam, bam. Nein, warte. Bist du schlecht? Müssen wir erst drüber. Könntest du das nochmal zurück tun? Nein. Könntest du den linken und den nochmal hoch? Nein, den hoch. Genau, damit ich den rüberschieben kann. Und den rüber, genau.
Und hoch damit. Oh. Das war jetzt schon hart kompliziert, oder? Ja, also das ist schon Schwierigkeitsstufe non plus ultra. Non plus halt. Warte mal, kannst du kurz zurückkommen? War da der Seelenstein? Ja. Okay. Merken, wie die Insel aussieht, gleich rüberschwimmen. Das merken wir uns bestimmt. Tust du eh nicht. Ich kotze eine Eichel. Och, diese Viecher sind so nervig. Ja, wo fehlst du? In dieser Zone sind Skylander des Wassers. Das hat sich ja gelohnt. Richtig, ne? Für die eine Insel. Mushubira. Wer ist Mushi? Ja, Mushi Mushi. Mushi Mushi. Mushi Mushi. Mushi Mushi. Also ich finde den hier den ziemlich Sebi. Hast du den schon getroffen? Ja, einmal im Arsch. Achso. Eine Nachricht von Professor P. Grangeli sagt: Jahrelang jagten die Fischer einen riesigen, gierigen Fisch, der in den Tiefen der Lagune lauerte. Der Fisch wurde lange nicht mehr gesehen. Die Fischer allerdings auch nicht. Welch interessante Geschichte, die Sebi uns da vorgetragen hat. Ich hab immer die Weisheiten der Weisheiten. Schieb! Warum schieb? Wir müssen jetzt in die andere Richtung laufen. Aber da war das eine Rätsel eben schwerer mit dem... Schieß ihn einfach an. Das war jetzt irgendwie noch einfacher. Vogel! Komm zurück! Zurück, 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 zurück. Vogel! Nein, kein Vogel. Vogel? Nicht für dich. Vogel! Mist. Schenk fest. Guck mal, da vorne ein Steinvogel! Bambi, das ist kein Vogel. Vogel! Sie sehen ein bisschen aus wie Minions, oder? Ja, und damit haben wir noch eine Statue. Kommen wir trotzdem da irgendwie... Ah, okay, da ist die nächste Statue. Das interessiert uns aber erstmal nicht mehr. Nicht, weil... Ah! Was hast du jetzt gemacht? Weil ich hier war der Seelenstein. Wenn ich wir jetzt gemobbt. Hier schwimmen gehen. Genau. Irgendwo hier war der. Da. Ah. Ja. Serious. Man könnte einfach die Planke da vorne nehmen. Nein. Das wäre zu einfach. Nein. Ah, guck, die sind davon ausgegangen, dass man das nicht kann, ne? Ja. Ich spritze ihn mal ab. Mach das, mach ihn mal sauber. Mit kaltem Wasser. Oh yeah! Und damit bekommen wir den Seelenstein der Macht. Liebe zur See! Oh, und das ist für den lieben Sepp. Der darf jetzt das Wasser lieben für gehen. Sepp. Möchtest du Sepp ansehen? Natürlich auch diesen Trailer. Schauen wir uns an. Okay, das ist cool. Hat ein bisschen was von einem Drachenfrosch. Ja, irgendwie schon, ne? Lass mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nein! Ja, diesmal habe ich gefressen. Stirb, verrecke! Alter, ich darf mich nicht bewegen. Sind wir jetzt wieder ganz am Anfang? Ja. Darf mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen! Soll ich dir mit kaltem Wasser mal abspritzen? Alter, ich gehe mich nochmal fressen lassen. Ja, mach das mal. Ich kann mich nämlich nicht... Fischi, fischi, fischi! Da hinten ist er ja. Komm mal her. Guck mal hier, lecker, lecker. Na, nimm mich! Nimm mich! Nein, ich darf mich nicht bewegen. Okay, warte, lass es mal rausspucken. Ne, so, dann wechsle ich einmal kurz. Und nochmal rein. Tja, jetzt darf ich wieder. Okay, das war halt wohl ein kleiner Bug. Le Bug. Le Bug. Le Bug. Ich find's schön, wie so kleine Grünflächen immer auf den Inseln ja, sind. Ja, das ist sehr angenehm. Nein. Nein. Nicht für die 4 Meter. Es sind mehr als 4 Meter. Was für ein. Boah. Entdeckt Schildkröteninsel. Bin ich aber froh. Lala. Alter, du machst den, du läufst immer so. Ja, so ein bisschen spazieren über die Insel. Ah, ist das romantisch. Schön. Gib mir deine Hand. Eine von den Vieren. Ja, du kannst ja jede nehmen, die du möchtest. Das ist mir egal. Ich vermisse keine davon. Da oben ist übrigens der Schatz. Wie kommen wir da hoch? Schieb mal zurück. Ah. Da über die Plank. Ich mach schon. Wie ich sehe, schaffst du das nicht.
sondern irgendwie über diese Planke, die... Ja, und wie soll man da hochkommen? Vielleicht wird man hingeportet. Das kann sein. In einem Wombo-Combo-Lab. Was sind das eigentlich für Runen hier auf dem Boden? Kann die Dinger kaputt machen? Moment. Ah! Alter, Cheater hier. So, diesmal teilen wir uns immer wieder brüderlich. Ja, erstens einfach ineinander stellen. Ich will nur nicht, dass es runterfällt. Hä? Liebe Spieleentwicklerin! Wenn ihr uns schon mal einen Schatz entgegen... Jetzt ist es runtergefallen. Jetzt im Ernst? Ja. Ja, egal. Ja. Warum verstecken die sich eigentlich alle hier so unter den Dingern? Ich weiß nicht. So, jetzt möchte ich aber erstmal nicht mehr ins Wasser. Ich möchte mal ein Stück weiterkommen. Ich spritze ihn ab. Ah, da ist er. Ich hab dich da, Tor, und du nicht. Ich bin so stolz auf den kleinen Mann. Schnauze. Hast du getroffen? Ja. Das hat die Sache wieder ziemlich einfach gemacht. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ja, das glaube ich auch. Den Hut haben wir ja schon gefunden. Zwei Schätze. Ja, aber wir haben noch nicht den legendären Schatz. Stimmt. Er hat aber jetzt hart ins Gesicht bekommen. Geht nicht hoch? Nee. Warte, komm mal hier rum. Fisch hier hinter. Da ist ein Schatz. Ah, cool. Nee, den kriegst du wieder fast, ne? Ja, ja. Ja, wir haben alle Kisten gefunden. Ja. Was jetzt? Ja, da hoch. Nee, ja, das meine ich nicht. Was mit unserem legendären Schatz? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich wage mich zu erinnern, dass das so war, wie ich mir das gedacht habe, aber... Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Was? Ich habe eine Abkürzung genommen. Okay. Die Piraten haben die letzte Statue gefunden und auf ihr Schiff geladen und jetzt hauen sie ab. Ja, das heißt, wir sollen das Schiff abballern. Wer steuert dieses Schiff? Niemand. Wir müssen sie aufhalten. An die Kanone! Ziel auf die Masten! Ich würde es ja selbst machen, aber du weißt schon. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich habe auch Fischaugen! Ja, ich aber nicht. Muss ja irgendwo umentieren. Hä, ich zieh doch auf den Mast. Ich schieß mal ein bisschen aus dem Bild raus. Ja, klar, warum nicht? Der hat keine Mast mehr. Doch, da. So ein Stumpf. Ziel auf den Stumpf. Übrigens bist du blau, ne? Ja, und ich schieße auf das Schiff, auf die Kanone unten. Hä, wo müssen wir jetzt drauf schießen? Müssen wir die Kanonen abschießen? Nö. Ich verstehe das nicht. Ja. Ah, okay. Flumm, fertig. Okay. Aber bevor wir das Level beenden... War das jetzt wirklich nötig? Die Mannschaft starb qualvoll. Was für eine Mannschaft? Die Menschen, die aus Luft bestanden. Kommen wir hier rein? Ja. Okay. Ja. Ah. Hier lang. Okay. Ich will nicht nochmal. Nee, da kommen wir nochmal zurück. Warum ist nochmal Geld? Ja. Da kannst du irgendwie dran vorbei? Ah, nee, einfach runterfallen hier. Meins! Ja, ja. Ich nehme dann das hier. Hast du das unten aufgehoben? Ich glaube schon. Und wenn nicht, auch egal. Ich will die Uka-Duka-Maske annehmen. Ja, ja. Stirb. Mit die Klappe. So, wir haben jetzt alle Gebiete gefunden. Wir haben... Na, sieh dir das mal an. Hübsch. Also, bevor wir das machen, würde ich mich gerne mal fressen lassen. Einfach nur so zur Kontrolle. Irgendwie schon, ne? Irgendwie fehlt uns noch der Legendary Shads. Dann komm mal mit. Ich glaube, wenn wir den töten, dann geht's direkt weiter. Ja, glaube ich auch. Außerdem bist du jetzt fast Level 4 und ich nur Level 3.
Ja. Nein! Doch. Nicht, dass du mit dem einen Charakter schon viel höher ist, als du dich doppelt so. Ja, das meine ich doch. Du bist mit dem weiter, dafür bin ich mit dem anderen weiter. Ist ja egal. Ja, du hast es eingesammelt.